Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 17. Januar. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de und wir sehen einen DAX, der immer noch nicht vom Fleck kommt, aber seine liebe Not hat, das erreichte Niveau zu halten. Eigentlich sieht dieser 15-Minuten-Chart aus, als hätte sich nach wie vor nichts getan. Auf den ersten Blick zumindest. Das ist die Darstellung ab Jahresbeginn. Eine Stunde ging's rauf und dann war Feierabend. Und das eben schon seit gut 2 Wochen. Aber man sieht hier, wenn man genauer hinschaut, dass mittlerweile in den letzten 3 Handelstagen zur Eröffnung jeweils Kurslücken auftraten. Das hatten wir vorher in der Größenordnung nicht und das zeigt, dass die Akteure doch langsam ein wenig geschäftiger werden. Begonnen hat das, als man versuchte, den DAX nach oben wegzuziehen von den entscheidenden kurzfristigen Unterstützungen und das daneben ging, weil man im Vorfeld der Pressekonferenz von Donald Trump dachte, dass dort dann Tacheles gesprochen würde, um dann festzustellen, dass da absolut nur heiße Luft verbreitet worden war. Und das führte dazu, dass der DAX dann erstmal entscheidende kurzfristige Linie nach unten testete und hielt. Aber es kommt im Moment kein richtiger Zug nach oben auf. Kein Wunder, hat doch der designierte US-Präsident, der immerhin ja jetzt am Freitag vereidigt wird und von dem man befürchtet oder hofft, je nach Seite, auf der man steht, am Markt, dass er bereits am Wochenende erste Entscheidungen treffen wird, hatte er doch am jetzt abgelaufenen vergangenen Wochenende über garstige Strafzölle für ungehörige Autobauer gesprochen, die zum Beispiel eben in Mexiko produzieren und dann diese dort billig produzierten Autos in den USA verkaufen wollen. 35% gedenkt man da so draufzuschlagen, so der US-Präsident. Und das drückte die Automobilaktien und die rallyeverwöhnten Bankaktien sackten gleich mit durch. Das sorgte für dieses Minus, das aber deutlich größer ausgefallen wäre, wenn die Marktteilnehmer nicht einfach die Paradigmenwechsel vorgenommen hätten und gesagt haben, okay, raus aus zyklischen, spekulativen, stark gelaufenen Aktien, rein in die defensiveren Nachzügler. Und so waren es beispielsweise Aktien wie Fresenius, Beiersdorf oder Henkel. Aber vor allem die Versorger RWE und E.ON, die da beim DAX am Montag die Fahne hochhielten und dafür sorgten, dass der wenigstens nur ein moderates Minus wegstecken musste und oberhalb der üblichen, mittlerweile ja routiniert berichteten Kreuzunterstützung aus der 20-Tage-Linie und der oberen Begrenzung des Februar 2016 Aufwärtstrendkanals blieb. Beide Linien, die eine bei 11.511 und die andere bei 11.530, waren schon recht nahe gekommen, aber am Ende hat es dann eben doch gereicht, sie zu halten. Das Wort Sicherheitspuffer kann man aber unverändert nicht in den Mund nehmen. Und jetzt wird es sich weisen, was da möglich ist für die bullische Seite, die natürlich Handlungsbedarf hat. Der MACD hat längst sein Verkaufssignal generiert und so schwer war es am Montag nicht, den DAX auf Spur zu halten, oberhalb dieser Supports zu halten, weil am Montagabend eben in den USA kein Handel stattfand. Da war Martin Luther King Gedenktag und dementsprechend die Börsen geschlossen. Das führte zu geringen Umsätzen und dann war es eben eher hinzubekommen, den DAX auf Linie zu halten. Aber die kommenden Tage werden ganz bestimmt nicht so öde wie die letzten 10. Denn gut, morgen und heute passiert vielleicht noch nicht die Welt. Aber dann geht's rund. Da haben wir am Donnerstagmittag die EZB, die sich irgendwie ja äußern muss zu den deutlich angezogenen Inflationsdaten in Deutschland und der Eurozone. Dann haben wir am Freitagmorgen die Daten zum Bruttoinlandsprodukt des 4. Quartals in China. Da ist man ja, obwohl das Land gigantisch ist, sehr schnell mit dem Rechnen. Da manche denken da schon durchaus darüber nach, dass da nicht gerechnet wird und es deswegen so schnell geht, sondern einfach nur geschätzt, beziehungsweise einfach das soll ins Formblatt eingetragen und dann hat sich die Sache. Gleichzeitig kommen da auch noch die Daten für Dezember für Investitionsausgaben, für den Einzelhandel und für die Industrieproduktion. Und am selben Tag, am Freitag, kommt ja dann die Vereidigung des neuen US-Präsidenten und dann am Wochenende möglicherweise die ersten Entscheidungen, die ja sicherlich die Kurse bewegen können. Und nichts
zuletzt auch immer mehr Quartalsbilanzen. Da beginnt so Mitte, Ende dieser Woche die Saison richtig zu laufen. Wir hatten viele Banken in den USA, aber ansonsten tat sich ja noch relativ wenig. Das ändert sich jetzt. Das heißt, in den kommenden Tagen ist richtig was geboten. Und das bedeutet, der DAX wird und muss eine Entscheidung fällen. Ob die Bullen sich durchsetzen oder nicht, die Chance, dass sich die bullische Seite durchsetzt, ist im Moment einen Tick geringer. Nicht unbedingt wegen der abwärtsweisenden Markttechnik, sondern eben vor allem deswegen, weil man die Segnungen Trump'scher Politik ja bereits durch diese Rallyes in den Kurs eingepreist hat. Man hat einen weiter abrutschenden Euro zum US-Dollar in diese Kurse eingepreist, der im Moment aber eben nicht weiter abrutscht. Und wenn die EZB da auch nur Ansätze einer Umkehr in ihrer Politik kommuniziert am Donnerstag, also übermorgen, dann kann es da auch noch ein Problemchen geben. Das heißt, das Gute ist drin, das Schlechte noch nicht und dementsprechend müssen da richtig gute News kommen, um den DAX dann weiter in Richtung des nächsten charttechnischen Kursziels bei 11.802 Punkten zu tragen. Unmöglich ist es nicht, so wahnsinnig wahrscheinlich allerdings eben auch nicht und deswegen bleibt es dabei. 11.400 Punkte sind und bleiben unser Ankerpunkt Short auf Schlusskursbasis. Darunter ginge es eben charttechnisch betrachtet erstmal gleich Richtung 10.800 nach unten. Dieses Loch kann man auf der Shortseite dann natürlich mitnehmen. Vorausgesetzt, es kommt dazu. Deswegen wäre ein Vorgriff hier absolut nicht ratsam. Warten wir mal ab, was passiert. Das wird auf jeden Fall jetzt nach einigen sehr, sehr müden Tagen zu Jahresbeginn, die auf sehr wiederum müde Tage zum Jahresende folgten, ein ganz spannendes Ende dieses ersten Monats 2017. Darauf kann man durchaus wetten. Ach ja, und eins habe ich ja noch vergessen. Da der Freitag ja sowieso noch ein paar Stunden frei hat, ist daher auch noch der kleine Verfalltermin am Optionsmarkt. Also, freuen Sie sich auf spannende Tage. Wir melden uns wieder morgen früh mit der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call. Wie immer mit dem Blick auf den DAX vor Handelsbeginn.